Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den Februar 2021. Der Februar hat ja jetzt nur 28 Tage, deswegen gibt es jetzt heute schon das Depot-Update. Ja, und wie ihr hier schon sehen könnt, war der Februar ungefähr, nee, er war der schlechteste Monat, seitdem ich an der Börse bin. Also ich bin jetzt seit letztes Jahr April an der Börse. Und wirklich so einen Monat hatte ich noch nie. Es ist echt, ja, viel passiert. Ich habe meine Strategie auch verändert. Aber insgesamt haben wir hier minus 1827 Euro oder minus 26,46%. Wirklich richtig schlecht. Aber ich lasse mich davon nicht großartig beeinflussen, sondern ja, werde einfach weitermachen. Wie gesagt, ich hatte meine Strategie ein wenig jetzt geändert. Da werde ich auch gleich nochmal was zu sagen. Aber genau, hier seht ihr schon, dass es ungefähr bei 7.000 Euro war. Bei Trade Republic wird das ja leider nicht so genau angezeigt. Aber ich glaube, wir hatten hier schon die 7.000 erreicht. Dann ist es enorm gesunken. Hier dann nochmal ein wenig gestiegen und dann ging es vollkommen nach unten. Ja, wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schlecht. Ich werde euch jetzt was über meine Käufe, Verkäufe und die Dividenden erzählen, die ich diesen Monat bekommen habe. Leider kann ich jetzt nicht umschalten auf die andere Sicht hier, da ich meine Handynummer diesen Monat geändert habe und ja, ich die nicht so gerne öffentlich haben möchte. Aber ich habe mir das Ganze hier rausgeschrieben und werde euch das einfach mal vorlesen. Genau, fangen wir an mit den Käufen. Ich habe diesen Monat die Naga Group für 4,64 Euro gekauft, dann Ocugen für 7,50 Euro, TYMI Technologies für 2,18 Euro, Echograph für 57 Cent, Abco International für 27 Cent, dann einmal Tesla für 700 Euro gekauft, aber dann nochmal Tesla, eine Aktie, für 652 Euro nachgekauft, Core One Labs für 98 Cent, Sundial Growers für 3,42 Euro, dann Spineway gekauft für, können wir mal nachgucken hier, 0,0028 Euro, Tellurian für 3,20 Euro, AFC Energy für 79 Cent, Stoneco für 77,22 Euro nachgekauft nochmal. Stoneco hatte ich ja bereits im Depot. Und PayPal für 242,49 Euro. Ja, kommen wir nun zu den Verkäufen. Und zwar hatte ich ja noch den Global Clean Energy. Da habe ich einen Teil für oder mit plus 4,78% verkauft. Dann Apple mit einem Plus von 1,16%, McDonald's plus 1,39%, Ocugen hatte ich halt nicht lange, 35,4%. Dann den Rest des Global Clean Energies, 5,5% plus, TYMI auch wieder verkauft mit 15,33% plus, Microsoft mit 11,03% plus. Und dann hatte ich ja noch so Einzelaktien von Walmart und Pepsi, die habe ich auch beide verkauft mit einem Minus von 6,87% und bei Pepsi minus 4,89%. Einfach mit einem Minus, weil ich gedacht habe, wenn ich es jetzt umschichte, könnte ich da ja mehr Gewinne rausholen. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht wirklich was bringt, wenn man nur eine einzelne Aktie hat, wobei natürlich ist es jedem selbst überlassen, aber ich habe da irgendwie nicht mehr den Sinn gesehen, diese einzelne Aktie zu halten. Bei Sparplänen okay, da bespart man sie eben jeden Monat und der Buy-in variiert dann natürlich, ne? Also Sparpläne habe ich diesen Monat auch aufgestellt, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja, dann aber die Naga Group, ich glaube der beste Verkauf, mit 79,57 ein Teil, dann den anderen Teil mit 75,27% plus. Ocugen auch verkauft
mit 9,38% plus, Ecograph mit 26,47% plus, ja, Coca-Cola mit einem Minus von 5,13%. Dann habe ich meine Strategie überdacht und es kam durch einen Kommentar, der halt mich auf diese kanadischen Penny-Stocks aufmerksam gemacht hat. Und ja, ich hatte viele Penny-Stocks, habe das nicht weiter hinterfragt immer und mich dann mal informiert und gemerkt, es gab in der Vergangenheit tatsächlich sehr viele Betrügerfirmen, also haben sich als Betrügerfirmen rausgestellt und daher habe ich diese ganzen kanadischen Penny-Stocks aus meinem Portfolio gehauen. Zum einen Core One Labs mit einem Minus von 28,15%, Abco International mit einem Minus von 29,12% und Sundial Growers mit einem Minus von 56%. Ist natürlich enorm stark, also enorm hoch, aber ich denke, es war für mein Gewissen eine gute Entscheidung und das Geld habe ich dann eben genutzt, um es in andere Aktien zu investieren. Ja, dann habe ich noch LTC Properties verkauft mit 3,66% plus, werde ich in Zukunft irgendwann ganz bestimmt mal nachkaufen. Genauso wie Realty Income mit einem Plus von 1,3%, ist jetzt auch nicht sonderlich viel, aber da habe ich mir einfach gedacht, dass ich den Buy-in auf jeden Fall noch besser hinkriegen könnte. Man könnte sie auch natürlich monatlich besparen, muss ich mal überlegen, weiß ich jetzt noch nicht genau. Und dann die letzte Aktie, die ich verkauft habe, war BlackBerry mit einem Minus von 37,43%, weil ich da, also ich hatte ja diese Wall Street Bets Aktien, da hatte ich BlackBerry, Nokia und AMC. Bei Nokia sehe ich in Zukunft noch ein wenig Potenzial auf jeden Fall, dass ich sie noch halten werde. Und bei AMC sehen wir gleich auch noch, ist die letzten Wochen oder die letzte Woche jetzt gerade speziell ja ein wenig was passiert. Und ja, genau, das waren die Verkäufe. Und Dividende gab es von Apple, nämlich einmal noch 1,14 Euro. Und von LTC Properties 66 Cent, sodass wir insgesamt hier auf 1,80 Euro Dividende für den Monat Februar kommen. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Performances insgesamt an. Tesla natürlich einen schlechten Einstiegszeitpunkt gehabt, mein Buy-in ja bei 677 Euro. Ja, es ist sehr, sehr stark gesunken, 23,38%, macht hier fast pro Aktie 170 Euro aus. Nichtsdestotrotz möchte ich hier eventuell nochmal nachkaufen und ja. Dann StoneCo hatte echt einen richtig, richtig guten Monat, ist sogar hier bis auf die 78 Euro und 23 Cent gestiegen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Es wird, wie gesagt, bei Trade Republic nicht so gut angezeigt, aber dann wieder ein bisschen gesunken. Aber an sich sah der Monat echt sehr stark aus. Mein Buy-in jetzt hier bei 56,35 Euro und die Performance hier auch noch bei 190 Euro. Also mit StoneCo bin ich echt sehr zufrieden. PayPal, meine neue Aktie. Ja, 5,83% diesen Monat gemacht. Ich habe natürlich zum blödesten Zeitpunkt gekauft, jetzt nicht beim Höchstpunkt, mal nicht, aber mein Buy-in bei 243,15 Euro, natürlich trotzdem noch echt hoch, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass das hier auf jeden Fall auf lange Sicht betrachtet, ja, auch noch steigen kann. Genau, ich wollte ja ein paar Grundpfeiler in meinem Depot haben, sodass ich halt ja, ein paar sichere Werte habe oder eine Art Grundgerüst mit Aktien, wo ich denke, die sind auf jeden Fall solide. Deswegen habe ich mir hier auch einen Sparplan oder Sparpläne eingerichtet, nämlich Walt Disney, Visa, Facebook, Zalando, jeweils für 10 Euro pro Monat. Bei Walt Disney sind es 20 Euro pro Monat. Die werden jetzt am 2. März ausgeführt und ja, die werde ich monatlich besparen. Mal gucken,
wie das denn so wird. Ich hatte ja jetzt noch nie einen Sparplan bei Trade Republic. Wäre vielleicht am Anfang schlauer gewesen, sowas einzurichten. Aber ich habe jetzt auch das Consorsbank-Depot und dort habe ich jetzt auch Sparpläne eingerichtet. Dann Nokia, ja, diese Woche 20,82% gesunken. Hier hatten wir einmal einen Peak von 5,60 Euro, wobei das natürlich hier noch im Januar war. Aber ja, der Februar eigentlich kontinuierlich gesunken. Dann AMC Entertainment. Hier sieht man auch noch ganz gut den Januar, wenn man da bedenkt, 17,50 Euro hier als Höchstwert. Gut, das war ein bisschen mehr. Wie gesagt, das wird hier leider nicht so genau angezeigt. Aber natürlich habe ich auch mein Buy-in für 17,37 Euro, also wirklich zur Höchstphase. Ja, es ist gesunken, gesunken, gesunken. Und jetzt gab es letzte Woche hier auch die Nachrichten, dass die Kinos in New York wieder öffnen dürfen mit Einschränkungen ab 1. März, meine ich. Also jetzt ab kommender Woche. Mal gucken, ob die Aktie dann nochmal ja, hochsteigt. Hier gab es ja auch bei GameStop und BlackBerry einen enormen Anstieg. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent GameStop gestiegen ist. Ich glaube teilweise sogar ja, über 100%. Also wirklich wieder verrückte Woche. Und wenn AMC die beste Aktien oder die beste Performance in deinem Portfolio hat, dann ist es schon irgendwie leicht lustig. Dann AFC Energy hatte ich auch diesen Monat gekauft. Ja, hier ein Höchstwert von 91 Cent, 16,65% am niedrigsten hier am 23.02. mit einem Minus von 25,74%. Jetzt stehen wir gerade bei minus 18,44%. Aber jetzt ab 1. März gibt es die Geschäftszahlen, also morgen. Und ab morgen gibt es auch hier einen neuen Chefingenieur, nämlich den Michael Randall von Dyson. Und ja, ich bin auf die Projekte gespannt und könnte mir vorstellen, dass das hier auch noch mein Buy-in auf jeden Fall wieder erreichen wird. Dann Geely Auto hatte diesen Monat auch nicht so einen tollen Monat. 23,37% gesunken. Ja, was soll man sagen? Also hier sehr stark eingebrochen ab dem 19.20. so. Ja, 23,37% spricht natürlich für sich. Hier gibt es noch ein paar Nachrichten. Geely und Volvo blasen Fusionspläne ab, stattdessen stärkere Kooperation. Volvo Cars kann im zweiten Halbjahr aufholen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier dann noch so im Verlauf des Jahres wird. Ja, AstraZeneca. Diesen Monat 6,35% gesunken. Es gibt ja immer sehr viele Nachrichten um den Impfstoff. Also hier sieht man auch ganz schön fast stündlich neue Nachrichten. Also da gibt es wirklich sehr viel. Und ja, es kam ja auch diesen Monat raus, dass der AstraZeneca-Impfstoff nicht gegen die südafrikanische Mutation wirkt und ja, dass die Bevölkerung eher negativ gegenüber diesem Impfstoff eingestellt ist. Aber andererseits haben wir natürlich nicht viele Alternativen. Ich glaube, der Johnson & Johnson-Impfstoff hat jetzt heute eine, also hat die Zulassung bekommen, hatte ich irgendwas von gelesen. Auch hier sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann Tellurian, diesen Monat 30,39% minus gemacht, macht 1,10 € pro Aktie aus. Wir sind hier gestartet, ja, bei, wann fängt der Februar an? Genau, hier bei so 2,50 €. Ja, ist natürlich auch blöd, aber insgesamt war der Februar eben nicht so auf meiner Seite oder generell wahrscheinlich von vielen nicht. Dann Spineway, diesen Monat 100% gestiegen. Sieht man jetzt natürlich hier nicht, weil es eben so ein kleiner Wert ist. Hier hatten wir ja 10 Cent erreicht. Also da hatte ich in den Kommentaren auch gelesen, dass sehr viele da Gewinne mitgenommen haben. 733%, wirklich enorm.
Ja, ich bin auch eingestiegen mit einer sehr kleinen Position, 46.000 Aktien hier nur für einen Preis von 0,0028 Euro. Ja, insgesamt hier 12,79% noch im Minus. Und zu guter Letzt Xiaomi, diesen Monat 14,07% Minus gemacht, hier ein wenig im Plus gewesen, hat natürlich jetzt auch nicht so viel gemacht, da eigentlich den ganzen Monat im Minus war. Xiaomi wollen ja jetzt mit BYD Electronics, das ist eine ja, Tochtergesellschaft von dem chinesischen Autobauer BYD, kooperieren und in Indien da ein paar Projekte realisieren. Mal gucken, wie sich das noch auf die Aktie hier auswirkt. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass euer Depot nicht so schlimm aussah im Monat. War natürlich echt ein Monat zum Vergessen. Und der März kann eigentlich nur noch besser werden. Also ich glaube nicht, dass er noch schlimmer wird. Ich hoffe es natürlich. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Depot-Update. Bis dann.